Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. Heute gehen wir in die Höhle. Es ist soweit. Wir brauchen das Blei sowieso. Zuerst müssen wir uns mal schlafen legen. Wir brauchen das Blei sowieso. Ganz schön viel Blei, nämlich der Ölsauger frisst Blei. Nein, frisst er nicht, aber wir brauchen viel. Was wir nicht brauchen, ist Licht in der Höhle. Also wir haben unseren Helm, deswegen wir müssen nicht bis zum Tag schlafen. So, hier eine Kiste, die werden wir mitnehmen. So, da mal reinwerfen. So, das wird unsere Transportkiste. Und wir machen diesmal nur eine. So. Da ist der Wagen, da ist er. Naja. Unglücklich bin ich mit der Situation, Höhle. Naja. Aber es bleibt uns ja nichts über. Also, wir müssen. Es hilft nichts. Wir haben um einen, na, da könnte man noch einen zulegen. Hier. Während wir hier sägen, würde ich gerne schauen, ob wir noch Biomüll machen können. Biomüll. Oh ja. So, haben wir Platz? Nö, wir haben keinen Platz. Doch, wir haben Platz. Ganze Kartoffel. Super. So, dafür nehmen wir den ganzen Biomüll. Yeah. So, und hier, oh ja, jetzt langsam läuft wieder. Die Verrottung läuft an. Super. So. Mal schnell da. Nein, wir. Heute ist die Höhle dran, die Höhle, haben wir gesagt. So. So, den Biomüll verarbeiten wir jetzt mal. So, Biomüll. So. Super. So, jetzt schauen wir, ob wir nochmal schöne 15 hinkriegen. Aber ich glaube, ich befürchte. Nö. Schauen wir mal. So. Schade. So, dann halt so. Super. So. Das eine Teil kommt dann noch. Moment, hier rein. So, und draußen bei den Kupferextraktoren füllen wir das jetzt nicht ein. Schön. Auf den Kopf. Alu bringt er uns. Das ist aber nett von ihm. Das ist aber nett gewesen. So, Blei, Alu hier. Wobei, können wir das nicht gleich? Das gleich mal. Nein. Zuerst mal wieder Eisen. Ja, Stöckchen kommt wieder ins Inventar. So, zuerst mal wieder Eisen. Weil wir müssen schauen, dass wir die Dinger wieder auffüllen. Die Dinger. So. Die Kisten. Wir haben da im Moment ja nichts drinnen. Nein, ich sperre mich nicht vor der Höhle, aber es muss sein, die Höhle. So. Reicht das nicht schon? So, alles mal raus. Bam. Und da wieder alles rein. So. So soll das mit dem Eisen sein. Und bam. So, dann mal da noch ein paar. Schön bunt wieder. So, da legen wir da rein. So, und dann holen wir noch ein paar aus dem Schachtel. Ach, Schachtel aus der Kiste. Ich will die Schachtel haben. So. Wie viele fehlen? 3. So, dann haben wir da 1, 2 und 3. Der kommt da wieder rein. So, also 1, 2 und 3. So, der Kupfer kommt da rein. Wunderbar. Das Eisen kommt da rein. Naja. So, wir haben alles mit, was wir brauchen. Ja, das Stöckchen und die Bretter legen wir da weg. Stöckchen, Bretter, super. Na toll. Und auf geht's. Was kann man da herlegen? Da ist die Kiste, die nehmen wir. Oh, ein Stein. Na. Kiste kommt hier drauf. So. Oh ja, ein Stein. Na. Nein.
hat sich ganz kurz nach Bier angehört. Ist hier neben der Höhle nicht ein Bär zu Hause irgendwo? Sind wir da nicht so weit oben? Ich glaube schon. Genau, wir müssen da runter. Aber wie ich mich sperre vor der Höhle. Wahnsinn. Sag mal. Wo finde ich den Höhleneingang jetzt nicht? Vielleicht weil es dunkel ist. Ich will nicht. Ich will nicht. Oh. Klar, das Höhlenschaf. Das Höhlenrind. Wir lassen ihn einfach da stehen, den Wagen. Den klaut uns auch keiner. Ich weiß es nicht. Oh, verdammt, und wir haben das falsche Werkzeug mit. Ach ja. Das habe ich total vergessen. Den haben wir ja gestern gebraucht. Weil ohne Spitzhacke werden wir uns schwer tun. Ja, die Tür lassen wir einfach offen. So. Der kommt da rein. Der kommt da rein. Gerade rumstehen. So, füllen wir da mal auf. Ja, ja, ich sperre mich vor der Höhle. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So. Oh, wir müssen uns noch was zu trinken machen. So. Super. So, oh, Stöckchen. Spitzhacke haben wir dabei. Dann geht's los. Ich will nicht. Halb sechs in der Früh, das ist nicht die richtige Zeit, um in eine Höhle zu gehen. Wann ist überhaupt die richtige Zeit, um in eine Höhle zu gehen? Nie! Einer. Einer. So, andere ist wahrscheinlich... Höhlentiere. Andere ist wahrscheinlich in die Wände geglitscht. Hier nicht noch Seitenwege auch? Waren da auch Pommel drin oder erscheinen die immer spontan irgendwo? Wenn wir schon da sind. Aber wir haben so viele von denen. Okay, nö. Dann waren in den Seitenwegen keine. Ich hoffe, ich merke mir das. So, blei, blei, blei. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Toll, Stöckchen auch gleich.
Cool gemacht ist es schon, aber ich will hier echt nicht sein. So, ja, und bei der Frage, na, warum willst du die Höhle nicht? Erstens verlaufen, zweitens, es gibt diese Skorpione. Okay, bleiben wir bei erstens. Was? Da ist doch einer. Moment. Nein. Skorpione. So, nein, falsch. Oh, Stich zweimal zu, macht fast keinen Damage, verwundet uns und lässt uns verblutend zurück dann. So, Spitzhacke wieder in die Quote nehmen. Na siehst du, du hast dich gar nicht verlaufen. Ja, aber fast. Das war Zufall, dass wir da zurückgekommen sind. So, da wieder rein. Lass uns mal zählen, ob wir schon genug haben. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ja, das reicht nicht. Das heißt, man kann nicht einmal sagen, nämlich mit dem, ja, wir bauen hier ab und da, wo keine Bäume sind, da sind wir schon gelaufen. Nein, weil die irgendwo spawnen. Spontan. Der Skorpion auch diesen Bleibrocken vor sich hergeschoben hat. Super. Also nicht einmal an denselben Stellen, dass man sagen könnte, der Loot ist immer an denselben Stellen. Nein, spontan irgendwo können die sein. Wahnsinn, oder? Schon. So, wie spät haben wir es? 7 Uhr früh. Erklären wir die Höhentour heute als beendet? Nehmen wir noch Pilze mit. Hebel, wahrscheinlich regnet es draußen gerade. Das werden wir jetzt testen. Du willst nur nicht mehr in der Höhle sein. Richtig. Super Wetter. Super Wetter, um Kartoffeln zu ernten. Wow. Und ich bin noch dazu froh, dass die Höhle nicht weit weg von unserer Base ist. Da bin ich sehr froh. So. Super. Ach, Kiste hinein. Bam. So. Ah, ein wenig Alu. Da. So. Und zwar probieren wir jetzt gleich nochmal Stahl. So, das war das hier. Stahllegierung. So. Wir wollten auch, wurde ich ersucht vor einiger Zeit. Ich weiß nicht, vor 3 Tagen, keine Ahnung. Hat man gesagt, ich soll doch mal probieren Blei mit den Eisenbrocken. Ob das auch funktioniert? Nö, funktioniert nicht. So. Stahlbarren brauchen wir sowieso irgendwann mal. Und das ganze Blei werden wir auch gleich einschmelzen. Wunderbar. Ja, da schleppen wir uns zum Ofen. Oh, schön. Blei. So.
Das ist gut, wir brauchen jetzt für die Windräder, aber wir brauchen vor allem auch. Oh, haben wir schon voll. Na gut, dann lassen wir die nachher noch drin. So, wir brauchen vor allem auch. Moment. Vom Gewicht her geht das noch. Laufen wir mal rauf, füllen wir mal auf. Windräder und wenn wir dann haben, Batterie und Ölsauger. Der braucht ja auch Blei. So. Oh, cool. So. Ja, sind wir schon ganz weit. Also, fünf laufen schon. Das sind 100. Das ist 100 Strom. Das würde genau ein Kühlschrank, oder? Platzierbar essen. Ich meine, wir brauchen keinen Kühlschrank, aber... Fast, yeah! 75 kostet der Kühlschrank, also an Strombedarf, und wir können 100 schon produzieren. Super! Und das ohne Solarmodule? Nicht schlecht. Ja, müssen wir noch warten bis Sonntag. So lange halten wir noch aus, oder? So lange halten wir aus. So. Wunderbar. Und hier. Oh ja, herrlich, herrlich. So. Noch ein. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann haben wir da noch einen Stein. Nehmen wir noch einen Stein, komm. So, dann legen wir da auch dazu. Super. So, 9 Blei. Ach, kommt. Ich bin doch gerade hier am Schmelzen. Bin doch auf der Seite gehört. Oh, ein Stein. Oh, ein Stein. Sag mal, ich hab doch auf der Seite gehört. Wo bitte war der Wemby? Der Wemby. Ah, der Arte Scheiße, höre ich. Es war eine Dame. Sag mal, wo ist die verendet? Okay, es war keine Dame. Okay. So. Dann laufen wir mal wieder rein und machen weiter. Super, super, ich freue mich so. Wir haben wieder Blei, wir haben Blei. So, Nägel, darum sollten wir uns auch kümmern, weil wir brauchen ja, wir schauen gleich nochmal nach. Nur Nägel. Also für den, nein, ja. So, für den Ölextraktor, für den Ölsauger, platzierbar, sonstiges, hier Ölsauger. 20 Schrauben, 6 Stahlbahnen. Ich glaube, jetzt haben wir genug Stahlbahnen. Schauen wir nochmal. Ja, wir haben 7. Super. So, und das Blei können wir da oben reinwerfen. Kriegen wir vielleicht noch einen hin. So, jetzt haben wir genug Blei für das Stahl bekommen. So, da fehlt noch ein Alu. Super, super. Ja, schön langsam wird es hier was. Schauen wir gleich wie eine Kartoffel. Oh ja, Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel. Biomüll brauchen wir, mehr Biomüll brauchen wir. Ah, schön. So, dann kommen wir hier. Kommen wir hier, wie spät ist es denn? 8 Uhr morgens. Frühe Höhlenrunde. Ah. So, ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich schon aufs Wochenende freue wegen dem Dorfbesuch. Wochenende ist, da gibt's Party im Dorf. Party im Dorf, Party im Dorf. Bringen wir das runter. So, die ganzen Kartoffeln können wir hier unten verrotten lassen, da haben wir eher dann Zugriff. So, auf Bio. Verdorbenes Bio-Essen. So, super. Und hier? Oh ja, das wird gut, das wird gut. Das ist auch schon fertig wieder, könnte man essen. Wie schaut man eigentlich aus mit Essen? Naja, ja, Protein könnte man gleich vertragen auch. Wassermelone, Wassermelone. Und hier, bam. So, und dann nehmen wir die ganzen Kartoffeln auch mit. Und voll ist. So, super. Und runter. So, da ist alles voll. Da haben wir noch ein bisschen Platz für die Kartoffeln. So, dann nehmen wir da mal Verdorbenes mit. Ich glaube, die Pilze haben wir ganz oben drinnen, oder? Schauen wir mal nach. Pilze? Ja, Pilze sind da. Die Pipura.
Wir haben echt viele Pilze. Die brauchen wir für diese Verbände, aber wir haben genug von den Verbänden im Moment. Mal sehen, wie sich das entwickelt. So. Nehmen wir da noch Verdorbenes mit. Super. Da unten hätten wir auch noch Verdorbenes, aber Dose. So. So. Sehr, sehr gut. So, dann machen wir uns nochmal hier. Wunderbar. Mit einmal da herstellen. Und. Ach komm. Eine Dose noch? Nein, dann müssen wir eine essen. Super, gleich gegessen und neu verpackt. So. Super. Die können wir auch wieder rausnehmen. Und würde ich sagen, tauschen wir auch gleich wieder aus. Denen da. Weil die halten auch 3 Stunden. Komm, da müssen wir gar nichts mehr austauschen. Die legen wir da einfach rein. So, super. Die eine Dose können wir da dazu werfen. So. Das Fleisch legen wir da rein, falls wir später mal Fisch finden oder so. Und das machen wir auch noch schnell zum Biomüll. Ah, schön. Super. Ah, jetzt haben wir echt viel Biomüll. Echt viel Biomüll. So, da drinnen die Kiste. Ja. Ach, räumen wir die fertig aus. So, Stöckchen. Kommt da weg. Lehm, schauen wir gleich nach. Wir müssten ja. So, Lehm. Bam. Und Sand. Bam. So, dann haben wir noch Zement. Das wird auch vor dem Wochenende, werden wir da noch schön unsere Mauer mal betonieren. Ein bisschen Beton haben wir natürlich, weit kommen wir damit nicht, weil viel zu wenig, eh klar. Oh, ein Stein. Oh, super. Da ist alles leer. Da ist halt die Frage, müssen wir da wieder einfüllen im Moment? Ich würde ganz gerne aufs Wochenende warten, aber so lange kann ich nicht warten. Ich kenne mich doch. Ihr kennt mich doch auch. Da kommt wieder der Biomüll rein. Gleich merken wir's. Oh. 2 Extraktoren fehlen uns dann noch, die wir da hinten am Waldrand hinstellen, damit wir da auch Eisen extrahieren können. Oh, uns wird kalt, oh mein Gott. Bitte. Zuerst mal die Jacke anziehen. So, das Shirt hier, ja. Die Jacke hier, ja. So, wo war er denn? Und er hier. Keine Ahnung, wo jemand gegen den Zaun gelaufen ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. So, was haben wir denn? Tag 23 haben wir und November. Dann sollten wir nochmal fischen gehen. Mit Öl. Fischen. Ah, wie schön sich die Bäume auch verfärben. Schön. Nein. Doch. Ein kleiner Vorreiter. Ja. Yeah. So, Luft holen und geht schon. Da lag ein Holz. Ist im Stein verschwunden. So. So, dann raus aus dem Wasser. November ist er 6,8 Grad, die richtige Temperatur, um fischen zu gehen. Ach, da starb er. Na gut. So, wie sieht's hier aus? Hier hätten wir noch Platz genug. Das heißt, wir werfen da mal raus, da mal raus, da mal raus, da mal raus. So, ist ja auch eine Methode. Man muss ja nicht unbedingt mit Kartoffeln die ganze Zeit spielen. Man kann ja auch das Fischzeug verrotten lassen für Biomüll jetzt, meine ich. So. So, nö, weil wir haben 2 Fleisch, das heißt, wir nehmen 2 Kartoffeln hier raus. So, dann haben wir gleich 2x Eintopf.
Welch Glück. So, einmal er hier und einmal er hier. Wunderbar. So, und da legen wir die restlichen Fische rein. Fische. Mit Öl. Was kommt hier? Das kommt hier. Da haben wir noch Wasser drin. Wunderbar. Ach, sehr schön. So. Oh, so viele Bleibahnen. Yeah. Ein Highlight, ein Highlight. Der Höhlenbesuch, er hat sich ausgezahlt. Ja, auch wenn ich ihn nicht wollte. Ich will die Höhle noch immer nicht. So. Nein, hat sich nicht gebessert. Was kommt da her? Ein Steinchen werfen wir da mal ein. So, jetzt laufen wir da nochmal rauf. Und bauen das Blei hier ein. So. Letztlich sind wir da mit dem Blei aber schon ganz, ganz, ganz toll. Weil 5... 10. 10 Blei fehlen uns. 5 Blei fehlen uns hier noch. 3 Blei nur noch. Dann hätten wir das ganze Blei, wenn ich das jetzt richtig sehe, für alle fertig. Das wäre super. So, Kobalt braucht man da noch. Jede Menge Alu. Also Alu braucht man echt, 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 echt viel. Super. So, meine Lieben. Ich sehe es gerade. Ah, ein Wolf, ein Wolf. Den wollen wir noch töten, oder? Oh, lass uns gemeinsam einen Wolf töten. Es soll unser Wolf werden. Ich sehe ihn nicht. Na gut, dann töten wir keinen Wolf. Es muss ja nicht immer Wolf sein. Ja. Eines wenigstens, oder? Eines wenigstens. So, an und ihm hier auch an. So. Dann nehmen wir noch ein paar Steine mit rein, die werfen wir in den Ofen und dann, meine Lieben, würde ich sagen, das war's dann auch für die heutige Folge. Ach, wie schön. Nein, den Stein können wir leider nicht aufheben. Du hast deinen Stein übersehen. Ja, sorry. So. Da, 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 da. Lagen da hinten noch. So. So, und da draußen lag auch noch ein Stein. Ein Stein. Yeah. So, da werden wir gleich ein bisschen Sand produzieren. Meine Lieben, aber das ist der Zeitpunkt, an dem ich sage, vielen Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.